Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS 22 hier im Projekt Grow mit den Hannes Hammerstiel zusammen. Einen wunderschönen guten Tag, grüß euch. Wir müssen natürlich unsere wunderschöne Mission weitermachen, die wir hier ausgefasst haben, um natürlich an Punkte zu kommen. Ihr habt uns in die Kommentare geschrieben, dass wir hinterherhängen. Wir hängen hinterher, wir haben wohl zu viel Zeit verbummelt beim Setzen des Gebäudes bzw. des Hofgebäudes. Das wollen wir natürlich jetzt wieder reinholen. Ne? Es ist so, wir wollen es wieder reinholen. Und da müssen wir jetzt mal richtig Gas geben. Und mal schauen, was wir draus machen. Hanne ist natürlich auch mit dabei, logisch. Sonst eine Besetzung wie jede Woche. Außer bei Sophie gibt es keine Änderung. Da nimmt der Freund von Sophie auf. Guckt da gerne mal rein. Weil die Sophie noch auf dem Weg nach Hause ist. Ne? Wir sind jetzt gerade so ein bisschen am Scheideweg, in welche Richtung wir mit dem nächsten Punkt voranschreiten. Ihr seht da oben, viel brauchen wir nicht mehr bis zum nächsten Punkt. Das heißt, gehen wir in Felder, weil wir haben natürlich jetzt überlegt, wir können natürlich immer in Maschinen gehen. Das können wir immer machen, weil die Geschichte ist natürlich, dass Maschinen immer verfügbar sein werden. Felder natürlich nicht. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich jetzt im nächsten Schritt angucken, dass wir ein paar Felder an Land gezogen bekommen, mit den Punkten natürlich, damit wir da nicht auf der Strecke bleiben. Ne? Und damit wir nicht nur den Rest vom Schützenfest abernten, sondern wirklich ein paar ordentliche Felder auch dabei sind. Liebe Leute, was ich nochmal ganz deutlich sagen will, zwei Punkte. Erstens Dankeschön, dass die Anteil, also dass hier so gerne geguckt wird und dass immer so coole Kommentare kommen und dass auch natürlich aus euch Freude macht, das Projekt zu sehen. Das freut mich wirklich sehr. Und zweiten Punkt, bitte vergesst, was da ganz, ganz oben steht. Das Geld ist in diesem Projekt komplett irrelevant. Komplett irrelevant. Also das könnt ihr am besten, macht euch ein Post-it hin oder irgendwas. Das Geld könnt ihr absolut wegstreichen. Das Geld ist in diesem Projekt nicht wichtig. Wir dürfen auch auf dieses Geld nicht blindlings zugreifen. Das müsst ihr einfach, ne, bitte verstehen. Dark Day, grüße hier, wunderschön. Zockerino, Dankeschön für 50 Monate. Vielen, vielen Dank. So viel dazu, ne? Das war nur das, was ich euch mal kurz mitgeben wollte. Weil da immer wieder Fragen aufkommen. Warum habt ihr so viel Geld? Was macht ihr mit dem ganzen Geld? Und so weiter. Das Geld ist komplett irrelevant. Komplett irrelevant. Chat, was sagt ihr? Felder, Maschinen? Was glaubt ihr? Was wäre die bessere, ne? Geh auf Felder, mach drauf Wiesen. Ja. Kommt einfach mit dann. Ja, dann kommen wir einfach mit. Jetzt? Bevor? Ja, ja jetzt. Wenn der hier, kannst du dir mal einen Stein an den Kopf schmeißen. Warte mal, ich hau den einfach hinten in den Nackenkord. Warte. Bernd! Ja! Ach, jetzt. Guck, jetzt ist er da. Was ist? Was ist? Bernd, wir müssen zum Händler tun wieder. Oh, ich bin noch am Arbeiten erst. Ja, das gehört mit zur Arbeit. Soll ich mit dem Fahrzeug runterkommen oder kurz runter springen? Nee, also ich fahr mit dem Fendt da hinten, weil er hat ja sowieso den Düngerteuer vom Händler. Also ich kann euch so viel sagen. Ich könnte euch jetzt entscheiden, ob ihr beide dann mit zwei, also ob ihr jetzt mit zwei Fahrzeugen fahrt oder ob ihr zu zweit in Reform fahrt. Oder allgemein zu zweit. Was empfiehlst du denn? Der Düngetreuer da hinten muss nur mit nur zu ihm. Also ihr könnt das an sich machen, wie ihr wollt. Ihr könnt gut entweder jeder mit einem Fahrzeug fahren oder ihr fahrt beide mit einem. Ich bringe mir deinen Düngetreuer. Kann ich mit dir mitfahren? Nee. Deine Art ist immer noch so dick, genauso wie meiner. Sei doch nicht immer so. Ich hab gedacht, genauso wie meiner. Gut, dann fahren wir jetzt los. Auf den Sinn. Ich lasse das Fahrzeug hier stehen, das dauert ewig, bis ich wieder hier oben bin. So, wir machen das anders. Ich gehe jetzt hier hin. Ob das gut oder schlecht ist, I don't know. Mal gucken, ne? Mach den ein bisschen lauter, machen wir gleich. Sonst können wir das Fahrzeug immer noch mal fix abholen vom Händler, wenn es irgendwie stampelt. Ah, geht. Wenn es irgendwie, ne? Okay, also alle zum Händler. Bin ja gespannt, was da jetzt kommen wird. Vielleicht hat es was damit zu tun. Wir mussten, liebe Leute, für die Zuschauer bei YouTube, wir mussten vor der Aufnahme, mussten wir noch was runterladen
Fotos. Wir mussten Fotos runterladen. Und da bin ich jetzt gespannt, was das Ganze hier gibt. Eier suchen. Wird hier in den Chat geschrieben. Oh, mal gucken, ich bin gespannt. Wie geht's dir so? Betten von dir? Ja, auch, danke schön. Guti dort. Dankeschön, ja, auch wieder fresh hier. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Guten Tag. Ja, naja, erzählt erst mal. Ich höre mal zu. Okay. Wir warten noch auf die anderen beiden. Das Thema rote Fahrzeuge ist abgeschlossen. Brauchen wir nicht mehr drauf achten. Ja, haben die das Memo nicht erhalten? Ich bin sofort da. Bin sofort wieder da. Doch, ja, also, ja. Hammer stehe ich, denke schon, dass sie das Memo erhalten haben. Aber es wohnt ja nicht jeder so nah dran wie sie. Ja, wir wohnen am weitesten weg. Ja, dann hatten sie den schnellsten Trecker vielleicht. Ich weiß zumindest, wo mein Gaspedal ist. Ja, vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Schleichwege. Immer über den Town. So. Richtig. Nicht ab durch die Hecke, sondern ab durch den Town. Und im Zweifel nicht nach hinten gucken. Hallo. So. Na? Wie geht's euch allen denn so? Gut, wir warten schon eine halbe Stunde auf euch. Ja, es tut mir leid. Tut nicht. Ehrlich gesagt nicht, ne? Ich war am Arbeiten. Oder war auf dem Weg gerade zu arbeiten. Ja, wir wollten auch weiterarbeiten, aber irgendwie, naja. Naja, kann man nichts machen, ne? Macht man nichts. Aber ich bin überbewertet, wurde mir gedacht. Dann sag ich dir. So, und nu? Ja, mein Bruder, ich weiß gar nicht. Doch, ich glaube, der ist noch so weit. Ah, ich glaube, da ist er. Kurz auf Toilette. Hi! Warte, Bodo? Hallo. Boba, hallo. Boba, Entschuldigung. Boba? Boba ist noch unterwegs, glaube ich. Ist das nicht der hier im Schwarzen? Es gibt doch nur... Nein. Wir sind doch hier die Ziegen. Bienenmenschen. Ziegen? Nee, nee. Bienen? Ich bin doch der Franz. Sag mal, erkennst du mich nicht mehr? Ach so. Was ist denn hier los? Entschuldigung, ihr habt das nicht so erkannt. Durch das letzte, das halbe Gedicht, Gesicht verdeckt. Entschuldigung. Hat die Mama da die dämmen Klamotten rausgelegt, oder was? Hat er dich Mutti gleich angezogen, oder was? Ja, so. Oder gab das im Doppelpack? Da haben sich wohl zwei Mütter heute oder gestern Abend noch irgendwo getroffen. Da könnte natürlich sein, dass sie darüber gesprochen haben, ne? Kauf zwei, bekommen drei, oder was? Was sagen Sie denn, Oma? Ja? Hä? Nichts. Sie laufen hier mit Gummistiefeln durch die Gegend, ne? Ja, natürlich. Warum denn auch nicht? Weiß ich nicht. Sie sind auch so einer, der mit Engelbert-Strauß-Klamotten in der Disco geht, oder? Nee, wieso sollte ich denn? Für Disco habe ich ganz andere Klamotten. Oha, macht ja gar keinen Sinn. Was denn? Das geht sie gar nicht an. Wer schon so frech wird, dem werde ich sowas mit Sicherheit nicht sagen oder das Recht nicht zeigen. Warum? Warum sollte ich? Okay, Entschuldigung. Ja, hallo. Hallo. Hi. Geht's wieder, Wolle? Nee, leider nicht, aber erzählt ihr erstmal hier. Was ist denn los, Wolle? Ja, der. Ach, meine. Wolle, bleib mal ganz kurz stehen. Meine Herztabletten. Was ist denn, Schlaganfall? Oh nein. Ja, irgendwie habe ich, glaube ich, das Gefühl, ich habe gerade so ein bisschen. Eieiei. Bleib mal kurz stehen, du hast da was. Ja, was denn? Warte mal, du hast da was dabei. Ja, schönen guten Abend. Oh, geh weg. Da mal weg. Ach, ein bisschen Nutella, alles gut. So, ja, Herr Bober, hallo. Hallo, ja, hallo. Guten Abend. Hallo. Sie alle. Hallo. Schön, Sie alle kennenzulernen. Grüße. Hallo. Herr wer? Ich bin der Bober. Ich bin der Imker-Sensei von der lieben Cordula. Ach, bist du der Freund von der Cordula? Nee, der Imker-Sensei, die ist gerade, die meinte, sie wollte mal in den Norden sich bestäuben lassen. Ach, Quatsch, schauen, wie das Bestäuben im Norden läuft. Und ich dachte mir, spielst du auch Nudelsack? Und übernehme mal die Vertretung hier. Okay. Wer bist du? Wolfgang Ackerer. Wolle und Wilma hier, das ist meine Schwester da vorne. Oh, hallo. Hallo Wilma, bist du da? Der Wolfgang, gehörst du zur Wolfgang? Bist du der Alpha der Gang oder wie? Sag mal. Oder bin da keiner Gang, hast du mal guckt, wie alt ich bin? Aus dem Alter bin ich raus. Geh mal ein paar Meter, zeig mal, wie dein Wolfgang so ist. Es ist keine gute Idee. Ich will gerne einfach nur schnell mir anhören, was hier, und dann muss ich mal was erledigen gehen. Ich habe nämlich, bei mir hängt die eine Seite ein bisschen runter. Ich muss schnell zum Arzt.
Ja, ist vielleicht dann besser, Wolle, ne? Ist dann nicht ja. Spaß. Die Rennbahn sind voll, oder was? Tino, Probleme, oder was? Ganz guck mal in seinen Stream rein, bitte. Hat er Probleme? Heiße ich Sie hier herzlich willkommen hier. Ich hoffe, Ihnen ist überall so ein blauer Umschlag mit 7 Fotos zugestellt worden. Ja. Ja, haben wir. Sehr schön. Auf diesen Fotos sehen Sie verschiedene Orte hier auf unserer schönen, in unserem schönen Galgenberg. Es sind 7 verschiedene Orte. An diesen 7 verschiedenen Orten sind Gegenstände versteckt. Ich bitte Sie, mir diese Gegenstände, wenn Sie alle 7 gefunden haben, dann bitte zu nennen. Dazu können Sie dann bei der Hohen Kammer anrufen und mir kurz Bescheid sagen, was dies für Gegenstände sind. Werde ich Ihnen dazu auch eine Quest freischalten. Kleinen Moment. Ja. Die Hasenjagd. So. Also wir müssen Ihnen die nicht bringen, die Gegenstände. Es reicht, wenn wir Ihnen die nennen, oder wie? Genau. Einfach nur nennen, was sich an diesen Orten verbirgt. Mhm. Mhm. Okay, ach, alles klar. Der Hasenjagd, wa? Genau. Okay, okay, super. Alles klar. So, es sollte jetzt bei allen da sein. Mhm. Ja. Gut, mhm. Dann. Damon, nimmst du die für uns an oder muss ich die auch annehmen? Kann die gerade nicht annehmen, ich habe hier technische Probleme. Gut, wir fahren schon mal, ne? Tschüss euch. Ja, ja, genau so. Oh mein Gott. Viel Spaß. Okay, ich hoffe, dass Hannes hier gleich hier reinkommt. Hannes. Was? Lass dein Ding hier stehen, wir fahren noch im Reform. Du fährst, ich navigiere. Okay. Warte, jetzt. Ich kann nicht. Ja, geht. Wohin? So, warte mal. Ich prüfe das jetzt ganz kurz. Wir haben hier ein Bild, was auf alle Fälle von einer Erhöhung gemacht wurde. Ich sehe in weiter Ferne eine Kirche und ich sehe in weiter Ferne einen Kuhstall. Dann müssen wir irgendwo nach rechts und oben. Rechts? Was machst du denn hier? Und oben oder links und oben? Eins von beiden. Ja, erstmal nach rechts und dann nach links, oder? Fahr erstmal hoch. Hat Bing und ein Kondom gemeint, haben beide behindern Verkehr. Ich würde sagen, wir fahren gerade hoch. Alles ganz gerade hoch beim Tierhändler, gerade den Stich nach oben. Und dann schauen wir mal. Du sagst mir einfach, wann es nach links geht. Ja, okay, jetzt siehst du auf alle Fälle, ein Baum gefällt hier. Okay, das schauen wir uns gleich an. Da hat die Kirche, also links davon irgendwo da. Weiter. Oh, vielleicht war das der. Ich würde hier abbiegen. Okay. Nee, warte, fahr weiter. Was? Ja, ja, okay, wir müssen ein bisschen Offroad fahren, aber fahren noch weiter. Wir fahren Offroad, der hat doch Offroad-Reifen drauf. Der hat Offroad-Reifen drauf. Deswegen haben wir extra den mitgenommen. Ich habe das irgendwie gespürt, dass es heute kommt. Da ist der Gutteil. Wir müssen weiter nach rechts. Wenn wir einfach nur jetzt geradeaus fahren, dann geht das. Warte mal, ich sag dir gleich, du musst gleich rechts abbiegen. Zwischen zwei Feldern. Jetzt. Jetzt, okay. Mein Fahrlehrer hat mich damals Rennfahrer genannt. Hannes, der Rennfahrer, das passt nicht. Der ist gleich links, okay. links. So, und jetzt weiter. Der View. Ja, der passt. Der passt. So, warte mal, langsam, ein bisschen weiter noch. Noch ein bisschen weiter. Irgendwo hier rechts, oder was? Irgendwo hier rechts muss... Lass mich mal kurz raus, warte mal. Das muss hier irgendwo sein. Ach, hier, guck mal. Wo? Ah ja, mein Gott. Holzbadewanne. Holzbadewanne, okay. Ich schreib's mir auf, ab ins Fahrzeug. Ja. Und jetzt? Das zweite Bild. Ganz links unten auf alle Fälle. Bei dem Steinbruch ist es auf alle Fälle. Ich werde erstmal wieder zurück zum Steinbruch. Warte mal. Also eins war doch da, wo wir damals uns alle getroffen haben. War das nicht auch hier einfach geradeaus irgendwo oben?
Warte. Eins Badewanne habe ich auch geschrieben. So, lass mich kurz gucken. Warte mal, ich gucke nochmal das nächste an. Eines ist in der City. Also indirekt in der Stadt haben wir noch eins. Bei dem Hotel. Weißt du, wo das ist? Ja, es ist direkt in der Stadt. Dann haben wir noch eins am Fluss oder an einem See mit einem Steg. Das glaube ich, weiß ich auch, wo das ist. Wir haben... Das ist der Start. Das ist der Start hier. Warte mal. Ja. Das haben wir. Wenn du weißt, wo das ist, fahren wir dahin auf alle Fälle. Erstmal zum Start. Ja, würde ich sagen. Oh Gott, oh Gott. Ich sehe hier... Was ist los hier? Oh, ich habe alles doppelt und dreifach offen. Warte mal. Ich habe hier technische Probleme. Das müsste bei uns unten sein, glaube ich. Oh, wo ist das denn? Das sieht aus wie ein Skilift. Okay. Du fährst jetzt wohin, Hannes? Da, wo wir mit den Fahrrädern irgendwann mal losgedüttelt sind. Genau, da fahren wir hin. Da fahren wir hin. Ich weiß jetzt nur noch gerade nicht mehr, wo genau das war. Die Frage ist, müssen wir schnell sein oder müssen wir es einfach nur haben? Weil es muss heute erledigt werden. Da steht in dieser Quest dabei. Heute. Es muss heute, ich lese nochmal kurz vor, warte. Schaut euch die Bilder genau an, findet die Orte und merkt euch die Gegenstände an den Orten. Jeder Ort hat einen Gegenstand. Melde die Gegenstände der Hohen Kammer. Diese Aufgabe muss heute erledigt werden. Verdammt, wo war denn hier dieser Startpunkt? Weißt du noch? Weiß es nicht mehr genau. Aber da vorne ist doch ein Ding. Warte mal, da steht auch das weitere Auto. Warte. Da ist der Ding, ja, guck mal. Warte. Lauf! Nass! Was ist das? Vogelhäuschen! Reib auf! Ja, ich bin noch am Laufen, warte! Okay, Vogelhäuschen! So, kann man den auch nochmal, aber wo war denn der Startpunkt? Verdammte Seite! Wo sind wir denn? Fahr zurück, Hannes! Der Skilift müsste, ich glaube, der war irgendwo hier. Fahr zurück. Ich sag dir dann, kann das alles nicht mehr hier. Ey, gut, dass ich den Reformer genommen habe. Der ist einfach wendiger und schneller mit dem Scheißding. Ja. Definitiv. Ja. Okay. Lenken, ja genau. Lenken tue ich auch manchmal, ja. Straße folgen auf alle Fälle. Ja. Bei der nächsten Möglichkeit rechts ab. Rechts ab. Okay. Hammer. Hier? Ja, fahren wir mal hier weiter. Ist hier irgendwas zu sehen? Fass uns gerne mal hier links irgendwo hoch. Damit wir auf der Rückseite wieder rauskommen. Ja, genau. Ich sehe aber tatsächlich auch jemand anderen hier rumfahren. So, hier müssen wir irgendwas finden. Hier. Oh, warte mal, der Anton ist da vorne, oder? Ich weiß nicht, wer das ist. Nee, irgendwo muss ein Skilift sein. Ein Skilift? Ich glaube, wir müssen wieder umdrehen. Da hinten ist doch irgendwas Liftmäßiges, oder? Wo denn? Nur so aus. Ganz geradezu. Hast du über Ostern ein bisschen geraucht, Hannes? Ne, guck mal da links. Ah ja, stimmt. Da habe ich irgendwas geraucht, hallo? Frag für ein Schulprojekt. Das brauchen wir noch. Ich lasse jetzt mal die Fotos offen, die wir noch brauchen. Da ist doch irgendwas, oder nicht? Das haben wir. Das mache ich zu. Guck mal hier. Wo? Was? Okay. So, und jetzt? Irgendwo beim Denken. Wo das Denkmal, wo wir gestartet sind? So, warte. Ich gucke jetzt nochmal. Das ist in Innenstadt, das weiß ich. Also in die City können wir auf alle Fälle fahren. So, wo war denn dieser Start? Wir sind auf alle Fälle vom Start Richtung nach unten gefahren. Das weiß ich noch.
Das haben wir. Ja, wir können ja nochmal, also, boah. Und das war ganz. Wie weit hatten wir diese komische Drahte da mit dem, Da muss auch ein Feld sein. Hannes, scharf links. Scharf links, scharf links. Jetzt, links, 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 links. Ja, ich... Baum wollte ich nicht, du. Jetzt hier unten auf die Straße. Ich glaube, links vor... Links, also grad, genau gerade vor uns. Siehst du den braunen Baum da hinten? Das braune Gebüsch. Ja, genau, da bin ich doch. Das habe ich gesucht. Ja, weiß ich doch. Wir werden langsamer. Hannes? Ja, ich gebe Gas. Also ich gebe Vollgas. Ach so. Genau, das ist die Tafel. Was haben wir hier? Sieht aus wie ein Flug. Das ist ein Flug. Okay. Was für einer? Pöttinger ist das. Pöttinger Servo 25. Okay, das haben wir auch. So, warte, ich gucke nochmal meine... Das haben wir. Dann machen wir das schon mal zu. So, das ist unten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist in der Mitte und das ist auch unten. Wir fahren in die Stadt. Wir fahren in das, gut. Wir fahren in das. Ich bin der Meinung... Ich los dich. Ich fahr mal einfach nur weiter. Ja, genau. Ja, richtig so. Ich vertraue dir jetzt blind. Ja, das, bis jetzt läuft es gut. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob jemand weit ist wie wir, aber... 7 Bilder sind das, ne? 7 Bilder. 4 haben wir jetzt. Wir haben die Badewanne, wir haben das Vogelhäuschen, wir haben das Fass und wir haben den Pflug. Na, gucke. Das muss irgendwo hier sein. Fahr die nächste links, 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 links. Ja. Und dann die unten, die nächste wieder rechts. Ich schaue mir nochmal das Bild fix an. Das ist dieses, das ist Hotel Hirsch. Hotel Hirsch. Das muss hier vorne direkt sein, warte. Hier rechts, war ein Stückchen weiter, 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 ach, weiter, 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 ja genau. Das hier muss, was steht da, hier? Steht was. Ah! Was ist das? Karottensuppe. Okay, ich würde sagen, unten, ab nach unten links zum, hier, Werk. Bin dabei. Meint der braucht die Anzahl? Ich lese mir nochmal kurz die Beschreibung durch, nur Safety First, ne? Schaut euch die Bilder genau an, findet die Orte und merkt euch die Gegenstände in Orten. Es ist für Gegenstände, es ist nicht die Anzahl der Gegenstände. Okay. Okay. Was brauchen wir noch? Warte, ich muss die Bilder aufrufen. Hotel haben wir. Wir brauchen noch zwei Sachen. Eine ist unten am Werk, aber du, warte mal, du darfst nicht nach unten fahren. Wir müssen... Oh shit, wie machen wir das jetzt am besten? Wo müssen wir hin? Ja, rechts, 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 rechts. Ich glaube nicht, dass wir reinfahren sollten. Wir müssten oberhalb bleiben, weißt du, oberhalb im Waldgebiet. Weil das sieht für mich so aus, als wie es nicht in dem Gelände wäre, sondern oben drüber. Ja, da fährst du doch einfach komplett recht dran vorbei, oder nicht? Ja. Bin ich der Meinung. Was ist mit ihm los? Was ist mit mir los? Ah! Die Frage ist, ob wir hier... Da ist doch keine Straße hier. Da kommt recht, kommt aber... Jetzt ah, ja, 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 ja. Nee, alles gut. Ganz, ganz weit rechts. Ja, ich habe so eine Ahnung. Ich schreib mal was auf. Schreib mal was auf. Guck mal, da vorne krackt mit doch irgendwer. Den überholen wir jetzt noch. Warte mal auf. Ja, ja, genau da hoch. Oh, der läuft. Lass mich hier raus, dreh schon um. Jo. Komm her. Ja, weiß nicht, dass ich hinter ihm bin. Hier steht ein Steinsammler. Ein Degelmann. Super. Ein Degelmann. Steht eine Nummer dran irgendwo? Da steht nichts dran. Ich komme wieder zurück.
Jo. So, das letzte Bild, glaube ich, das ist ja wirklich nur ein reiner Glaube, das muss irgendwo auf der Karte rechts unten sein. Glaube da ich. Da auch ein D, ja. Das der einzige D, den es noch gibt, ja. Da hinten, ja, ja. Ich würde sagen, das ich ist der. Weit wo. Das heißt, Kreisverkehr gerade drüber. Ah, ich sehe auch schon. Ja. Ja, ja, das muss da vorne sein. Dann direkt die hohe Kammer anrufen. Ja. Und dann müssen wir direkt das dicke Ding fertig machen. Huch. Und dann machen wir das dicke Ding fertig, hast du recht. Ich werde Anton informieren, dass er endlich mal unseren Fetteleiter fertig macht. Ja, besser ist. Was machen wir mit unserem Punkt? Feld. Würde ich sagen. Dann guck dir doch mal ein Ticket out mit maximal 1 Hektar. Ein dickes mit 1 Hektar, merkst du selber. Ein dickes mit maximal 1 Hektar. Oh, ich habe hier eins. Feld Nummer 1. 0,9 Hektar. Ja, top. Nimm mal. Ein Hektar, liebe Leute. Ein Hektar. Maximal. Mehr gibt die Gurke nicht her, ne? Ist okay, aber wir sind... Das ist okay, aber wir sind gut wendig unterwegs, glaube ich. Wollen wir jetzt auch Karte spielen? Ja, hat verloren. Er hat eindeutig verloren. Guck mal, hier hat doch ein D. Das muss hier sein. Da steht drüben irgendwas auf der Insel. Ich geh gucken. Das ist ein... Oh Gott, was ist das denn? So eine Art Quad? Steig ein! Was ist das? Warte mal, ich muss es aufschreiben. Lizard Turbo R. Lizard. Kennzeichen ist Grow. Super, dann ruf die hohe Kammer an. Ich ruf mal Anton an. Okay. Und dann fahre ich uns erstmal zurück zum Hof. Soll ich dich mitnehmen zum Call? Von mir auch. Oder willst du Anton anrufen? Wir können auch beide mit denen telefonieren. Mit wem? Ja, mit der hohen Kammer. Ja, warte. Okay. Ich ruf an. Ruf an. Warte, ich ruf doch an. Eichner, hohe Kammer, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, hier ist der Bernd und der Hannes. Wir würden gerne die Hasenjagd lösen. Ja, sehr gerne. Ich mach sie kurz auf meinem Handy ein bisschen lauter, aber sie sind ein bisschen leise. Okay. So, können Sie mal was sagen, bitte? Ja, sehr gerne. Oh, warte mal. Jetzt war es zu laut? Oh Gott, alles okay, ich bring das hinten, warte. So, wir haben 7 Gegenstände gefunden. Ja, das ist gut so. Und zwar ist es einmal eine Holzbadewanne. Ja. Vogelhäuschen. Ja. Holzfässer. Ja. Einen Pflug. Ja. Eine Palette mit Karottensuppe. Ja. Einen Steinsammler. Ja. Und so einen Buggy. Ja, perfekt. Oh, wir haben es, Hannes. Perfekt, super. Und das, und das noch am heutigen Tag. Oh, ich bin überrascht. Dann würde ich die mal abschließen und dann achte mal, wie krass ihr XP-Balken explodieren wird. Ja, ich bin bereit. Lassen Sie es knallen. Hab ich. War's das schon? Ja. Warte, was? Wie jetzt? Da ist nichts passiert. Ja. Das war's jetzt? Vielleicht ist eine neue Quest dadurch aufgegangen. Ja. Das... Bewerbe dich über die XP, die Aufgabe Hasenjagd bei der Hohen Kammer. Beschwer... Mein Gott. hallo, sind Sie noch da? Ja, klar, ich bin noch da. Ich muss mich beschweren. Das funktioniert so nicht. Wir haben uns den Arsch aufgerissen für nichts und wieder nichts. Das geht so nicht. Das ist sehr frech. Was das denn?
Nee, da machen wir nicht mit. Brit verballert als alles andere hier. Wir werden jetzt demonstrieren auf unseren Straßen. Oh, das will ich ja nicht hoffen. Aber. Nee, ich mach Feierabend. Macht gut. Ich glaube, na, so eng wollen wir das jetzt da nicht sehen. Aber ich glaube, sie haben sich ganz gut beschwert. Von daher würde ich das jetzt mal abschließen. Okay, dann machen wir das so. Vielleicht hätte ich jetzt, ja. Ich muss schon wieder was annehmen. Was soll das? Es ist eine einzige Frechheit hier. Wollen die uns eigentlich verarschen? Das ist eine einzige Frechheit hier. Ist jetzt was an ihrem Balken passiert? Warten kann ich mich komplett alleine. Da passiert nichts. Ist denn wieder eine neue Quest aufgegangen? Herr Eichner? Alter, Herr Eichner, wo sind denn die gerade? Können wir sie kurz besuchen kommen? Nö, ja, welche Quest ist denn gerade aufgegangen? Ich hab da sowas in meinem Traktor liegen. Da ist irgendwas mit einem Monat drin, das war's. April steht da. Ach ja, dann wissen die ja, was heute für ein Datum ist. Ja, Herr Eichner, Sie waren mir bis eben sympathisch, muss ich sagen. Ach, echt? Ja. Hallo. Nee. Ja, Maschi, aber Sie wissen doch, was so am 1. April so los ist. Ja. Gut. Ich hab gehört, da werden ganz viele Leute... Nee, Leute verletzt. Wir sind katholisch in Österreich, weil uns ist es anders. Okay, alles klar. Gut, ja, danke für nix und wieder nix. Aber dann schließe ich das jetzt mal ab und ja. Sollte jetzt noch aufgegangen sein. Das ist doch nur ein Terz. Was waren es wieder, 3 Punkte? Nee, hol den Flug und bring ihn zum Händler. Ja. Welchen Flug? Den wir gesehen haben oben beim Denkmal. Ist das dein Ernst? Ja, 1-1. Ich muss auflegen. Okay, mach ja. Mal. Wieder danke. Liebe Leute, es ist wieder mal, es ist eine absolute Katastrophe. Aber gut, es ist wie es ist April. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.